Weg vom Kommerzfußball hin zur wahren Liebe, der Regionalliga Bayern. Spitzenspiel, die Spielvereinigung Unterhaching trifft zu Hause auf die Amateure des FC Bayern München. Oder ganz kurz gesagt, Platz 1 gegen Platz 2. Der Sportpark wird wirklich sehr gut gefüllt sein, auch wenn es jetzt noch ziemlich leer aussieht. Pünktlich zum Anstoß werden insgesamt 5000 Fans die Teams anfeuern. Mit in der Südkurve stehen Moritz und Sebastian. Wir sind da, wo die Party abgeht. Und schon vor dem Anpfiff wird fleißig mitgehüpft. Beide Teams kommen jetzt also aufs Feld, wie in der Bundesliga mit Einlaufkindern, die heute ihren großen Tag haben. Man sieht zwei komplett verschiedene Teams. Haching auf der einen Seite mit kleinen und quirligen Spielern, die Bayern dagegen mit robusten Abwehrhühnern. Ein Kampf ist also erstmal vorprogrammiert. Der FC Bayern hat die besseren Chancen, das Tor macht dann aber Haching. Und ja, also mit Zellen habe ich es jetzt nicht so. Yes! 1:0. Naja, 1:0. Meine Güte. Schöne. Super Produkt an der Ecke, aber so soll es halt sein. Irgendwie reingestochert. Es war die erste eigentlich echte Torchance der Hachinger in diesem Spiel. Aber das nennt man effizient. Der Torschütze unserer Nummer 4, Alex! Sieger! Alex! Sieger! Alex! Sieger! Ich glaube, der heißt Winkler. Bayern! Danke! Sieger! Zur Halbzeit führen die Hachinger also mit 1:0. Die zweite Hälfte beginnt mit sehr viel Ärger. Foul im Strafraum, Elfmeter für Haching. Sascha Bikalke läuft an und... Es kommt so, wie es kommen muss. Erst verschießt man den Elfmeter und dann gibt es das Tor für den FC Bayern. Erst an die Latte und dann im Nachschuss rein. Ja, war genauso ein Stocher-Tor wie, die Hachinger Führung. Aber wie gesagt, das hat es sich tatsächlich angedeutet. Es wird wirklich sehr hart gekämpft. Der Schiri ermahnt mehrfach die Spieler des FC Bayern. Die Hachinger drücken, oft geht aber nur was über die Standards. Nach und nach kommt man dem Tor immer näher, bis zur Nachspielzeit. Hier rastet jeder aus! Hört es euch an! Das Spiel wird nicht mehr angepfiffen. In der letzten Sekunde der Siegtreffer. Was eine geile Sache. Jetzt ist in der Regionalliga erstmal Winterpause. Die Spielvereinigung liegt auf Platz 1 mit 19 Punkten Vorsprung auf den FC Bayern auf Rang 2. Die Meisterschaft ist den Hachingern also fast nicht mehr zu nehmen. Unser Fazit. Das Spiel ist vorbei. Was für ein Finish! Ja, da muss ich direkt nochmal die Mütze ausziehen. Sah lange nach einem 1:1 aus zwischen Haching und dem FC Bayern 2. Am Ende haben die Hachinger noch das 2:1 gemacht in der letzten Sekunde der Nachspielzeit. Derby-Sieger, hey! Nein, ja oder ich so. Ich weiß, du machst nicht mit, ich weiß. Aber mein Herz ist rot. Auch ja, in der Regionalliga. Beide Mannschaften sind rot. Egal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn wir öfters mal auch in der Regionalliga ins Stadion gehen sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch gut Kick. Ciao. Ciao.